Hallo zusammen, wir schauen uns nun eine Übungsaufgabe aus der Welt der gewöhnlichen Differentialgleichungen an. Und zwar geht es darum, dass wir ein autonomes System der Dimension 2 haben. Und zwar der folgenden Form: x-Punkt, y-Punkt ist gleich x, x-Quadrat minus y. So, das ist unser System, unser DGL-System. Und wir sollen das triviale Gleichgewicht 0, 0 auf Stabilität untersuchen. Und zwar, naja, Stabilität, das kann man durch Linearisierung der rechten Seite, also die rechte Seite, die sogenannte rechte Seite, nennen wir das vielleicht mal klein f von xy. Ja, das ist die sogenannte rechte Seite. Man kann die Stabilität untersuchen durch Linearisierung. Oder na, die andere Methode ist durch eine Lyapunov-Funktion. Bei einer anderen Aufgabe machen wir das durch eine Lyapunov-Funktion. Den Link dazu, zu dieser Übungsaufgabe, findet ihr in der Beschreibung. Genau, aber in dieser Teilaufgabe machen wir das durch Linearisierung. Und das ist die Teilaufgabe A. Die Teilaufgabe B, naja, dazu zeigen, dass die folgende Funktion, Groß F, die so definiert ist, x mal y, minus 1 Drittel x hoch 3, dass das ein Integral ist, dieser DGL, oder Erhaltungsgröße, das ist dasselbe. Erhaltungsgröße, naja, was das per Definition bedeutet, sehen wir dann bei der Teilaufgabe. Schön von Erhaltungsgrößen sind, dass diese Funktionen konstant entlang von Lösungskurven sind. Ja, die sind konstant entlang von Lösungskurven. Das heißt, wenn wir Lösungskurven zum Beispiel zeichnen wollen, dann brauchen wir nur die Niveaulinien zu betrachten. Okay. Gut, dann ja, fangen wir an. Also die Teilaufgabe A. Das triviale Gleichgewicht. Naja, Gleichgewicht, das sind die Punkte, wo x-Punkt, y-Punkt gleich, wo die 0 sind. Und ja, das heißt, wo die rechte Seite 0 sind und trivial ist eben 0, 0. Okay. Ja, durch Linearisierung, wie funktioniert das? Naja, wir bilden die ja, Kobi-Matrix und setzen den Punkt ein und schauen einfach die Eigenwerte. Ja? Und da gilt Folgendes, wiederholen wir das, wenn die Eigenwerte alle Realteil negativ sind, dann haben wir asymptotische Stabilität. Wenn mindestens ein Realteil positiv ist, ja, dann gilt Instabilität. Und wenn alle Realteile kleiner gleich 0 sind und die Realteil gleich 0 sind, wenn die halb einfach sind, halb einfach heißt algebraische Vielfachheit ist gleich geometrische Vielfachheit, dann gilt Stabilität. Ja? Genau. Und wenn, was auch sein kann, dass die Eigenwerte rein imaginär sind. Rein imaginär kann sein, dann können wir gar nichts aussagen. Dann ist keine Aussage mit der Linearisierung möglich. Okay? Gut, dann müssen wir irgendwas anderes machen, aber das funktioniert mit der Linearisierung. Okay, gut, dann starten wir. Also, wir haben die rechte Seite, wir bilden die Jacobi-Matrix. So, das heißt, der erste Eintrag, die Ableitung nach x, das ist 1. Dann die Ableitung vom ersten Eintrag nach y, das ist 0, da taucht kein y auf. Dann vom zweiten Eintrag, die Ableitung nach x, das ist 2x. Und die Ableitung nach y, das ist minus 1. So, das ist die Jacobi-Matrix. Es geht um die Stelle 0, 0. Setzen wir das ein. Dann sehen wir relativ schnell, hier haben wir ein x, das ist 1, 0, 0, minus 1. 1, 0, 0, minus 1. So, jetzt brauchen wir die Eigenwerte davon. Wir sehen, durch die Form hier, die Eigenwerte kann man schon ablesen, das ist 1, minus 1. Wenn man das nicht direkt kann, dann ja, das charakteristische Polynom, 0 Stellen davon. Okay, so hier sehen wir,
Also hier sehen wir schon, wir haben Eigenwerte plus minus 1. Das heißt, 1 ist positiv, 1 ist negativ. Dann gilt Instabilität, weil wir einen haben mit Realteil, die sind ja reell. Realteil mindestens 1 ist positiv. Das heißt, daraus folgt, dieser Punkt 0, 0 ist instabil. Was heißt es eigentlich instabil und stabil? Was soll das bedeuten? Also stabil heißt, wenn wir also eine Lösungskurve oder ein Gleichgewichtspunkt, also ein Gleichgewichtspunkt, stabil heißt, wenn wir beliebig nahe sind, dann bleiben wir beliebig nahe. Also wenn wir ein bisschen stören, ja, also wenn wir eine Lösungskurve haben und wir ein bisschen stören, am Anfangswert so ein bisschen rumspielen, dann bleiben wir beliebig nahe. Und instabil heißt, wir fliegen weg. Ja? Und hier instabil heißt, wenn wir hier ein bisschen beliebig nahe sind, ein bisschen stören, dann fliegt es weg. Dann sind wir nicht mehr beliebig nahe. Ja, das heißt stabil und instabil. Okay, ja, also wenn, genau. Gut, wiederholt haben wir, wie man allgemein anhand von Eigenwerten sehen kann, was eben Sachlage ist. Genau, wenn sie eben rein imaginär wären, könnte man nichts sagen. Müsste man vielleicht mit einer Lyapunov-Funktion arbeiten oder je nachdem. Okay, dann die B. Wir sollen zeigen, dass die Funktion ein Integral ist oder eine Erhaltungsgröße, das ist dasselbe. Was heißt das? Das heißt, dass das Differential, das totale Differential verschwindet. Ja, das verschwindet. Na, was bedeutet das? Das bedeutet, also, ich sag mal groß f Punkt von xy, das ist die Ableitung von f nach x und dann nach der Kettenregel mal x Punkt. Plus jetzt die Ableitung nach y und dann nochmal y nachdifferenziert. So, und x Punkt, y Punkt. Also x-Punkt ist von ist nach dem System hier x und y-Punkt ist x² minus y. Ja? Eine Erhaltungsgröße für diese DGL bedeutet genau, wenn wir x-Punkt y so ersetzen und hier die Ableitung noch nehmen nach x und y, dann ist das 0. Das bedeutet Integral, das bedeutet eine Erhaltungsgröße zu sein. Ja? Gut, zeigen wir, dass das stimmt. Die Ableitung von f nach x. So, die Ableitung von f nach x. Hier ist ein x, das heißt, hier haben wir y. Und hier haben wir minus x². Mal x Punkt. X Punkt ist aber x. Also mal x. Plus. So, die Ableitung von f nach y. Hier haben wir ein y, das ist dann x. Sonst haben wir kein y mehr, das verschwindet. Y-Punkt ist aber x² minus y. So, und jetzt haben wir y minus x² mal x plus x mal x² minus y. Das ist dasselbe wie das, nur um ein Minus. Ja? Das heißt, das ist dasselbe wie das, nur mit einem Minus. Das heißt, das ist 0. Ja? Also, dieser Teil hier, das ist Klammern Minus aus, dann haben wir y minus x Quadrat und dann steht dasselbe wie hier mit einem Minus. Und das ist dann eben 0. Und das ist zu zeigen. Das heißt eben, eine Erhaltungsgröße zu sein. Genau, und Erhaltungsgröße sind schön, weil die Lösungskurven, also die Funktion ist entlang Lösungskurven konstant. Okay, gut, dann hoffe ich, dass das euch weiterhilft und euch etwas bringt. Und ja, ich bin am Ende und setze einen Punkt. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.